Der Mond, der ist einfach. Guck mal, der Mond ist so richtig mit Nebel bedeckt. Seht ihr das, Leute? Das ist geisteskrank. Ich habe das Gefühl, da verfolgt mich irgendjemand. Also, es ist voll komisch. Egal, wo ich hin bin, überall raschelt immer irgendwas. Bro, da hinten ist Licht, Digga. Ey, jetzt mal no joke, Leute, ehrlich jetzt. Bro, da hinten, warum... Bro, da hinten ist irgendwie Licht. Ja, warte mal. Nein, 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 nein. Bro, da hinten ist Licht, Digga. Da ist... Der erste und limitierte Merch von Lumex erscheint am 1.12. Im Bundle enthalten ist ein Pullover im Lumex-Design, eine Trinkflasche und gratis dazu gibt es eine handsignierte Autogrammkarte auf www.lumex.shop. Und damit, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen hier zu diesem erneuten Video. Ihr seht es schon, heute wird es wieder mal geisteskrank. Ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund, der Mond ist schon am Schein, Leute, denn es ist gerade 3 Uhr nachts. Ich befinde mich hier gerade schon so ein bisschen im Wald. Ich zeige euch das mal ganz kurz hier. Also ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Ich bin hier gerade einfach im Wald, Leute. Und ich habe mir heute gedacht, wir machen heute was extrem Besonderes. Und zwar, was passiert, wenn wir um 3 Uhr nachts bei Vollmond einfach Stumbleguys zocken. Es wird so geisteskrank. Wenn ihr Bock auf dieses geisteskranke Video habt, lasst jetzt ein Like da, abonniert den Kanal und ich würde gar nicht so lange labern. Oh mein Gott, hört ihr das? Ich würde gar nicht so lange labern. Wir gehen direkt rein ins Video. Let's go! Ich würde sagen, wir laufen jetzt mal gemeinsam hier ein bisschen in den Wald rein. Ich sehe ja auch gar nicht, wo ich langlaufe, Junge. Dann suchen wir uns hier mal ein Plätzchen. Und da würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein in Stumbleguys und zocken die erste Runde. Leute, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal hier Stumbleguys. Und ich bin gespannt, ob jetzt hier irgendwas passieren wird um 3 Uhr nachts. Okay, das Spiel wird jetzt gestartet. Wir sind im Loading Screen und... LOL! Was? Wie sieht denn Stumbleguys aus? Was ist das denn? Ach du Heilige! Oha, was ist das für ein Skin? Warte, wir gehen mal hier in den Spind rein. Was? Nein, was ist das? Digga, vor allem das halt hier auch richtig hier in diesem komischen Gitter, Digga. Ach du Heilige! Hä? Was sind das für Skins? Was ist das? Gönnt euch das mal? LOL! Digga, also irgendwas... Warte, nein! Wie sehen die Skins aus? Wie sieht's... Bro! Wie sieht denn Stumbleguys aus? LOL! Was? Was sind das für Skins? Was zur Hölle ist das? Yo! Hier, was sind das für Skins, Leute? Hier ist irgendwas faul um 3 Uhr nachts auf jeden Fall. Hier sind irgendwelche... Habt ihr sowas schon mal gesehen? Hier, Alter! Okay, geisteskrank, wie die Skins hier aussehen, Digga. Okay, ich wähle jetzt mal den Skin hier aus. Das sieht voll cool aus. Okay, lol! Wir haben auch hier voll andere Special Emotes. Komm, wir rüsten mal alle Special Emotes hier aus, Leute. So, genau, zack. Fußabdrücke, was haben wir da? So Flammen, die machen wir auch mal rein. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in die erste Runde. Ich bin sehr gespannt, was jetzt hier abgeht. Das Game schaut ja komplett anders aus. Ey, was? Ja, das ist geisteskrank, Leute. Okay, ich bin jetzt hier gerade im Loading Screen und habt ihr... LOL! Seht ihr das? LOL! Die Maps sehen ganz anders aus, Junge. Oh mein Gott. Bro, das ist zu heftig. Das ist zu heftig, Bro, wirklich. Digga, wir laufen jetzt hier einfach auf ganz entspannt. Junge, wie sieht die Map aus? Das Game sieht komplett anders aus, Junge. Okay, wir gehen jetzt mal hier langsam nach vorne. Oh, okay, das war der falsche Weg. Ja, aber Bro, ich habe auch hier komplett Angst. Ich bin ja einfach mitten im Wald bei so einem komischen, verlassenen Haus hier, Digga. Digga, und ich fahre hier die ganze Zeit runter, Digga. Ach du Scheiße. Ich bin hier gerade so unkonzentriert, weil das ist geisteskrank, was hier abgeht. Komm, wir machen jetzt hier mal Kick-Emote, Digga. Ah, der geht irgendwie gerade nicht. Hauptsache, wir kommen ins Ziel rein. Okay, okay, komm. Okay, easy. Wir sind schon mal qualifiziert. Das ist sehr, sehr gut. Ansonsten überlege ich gleich mal. Leute, hier hinter mir geht es noch richtig tief in den Wald rein. Soll ich da gleich einfach mal reingehen? Und, bah, hier sind überall Käfer, Digga, und Spinnen. Junge. Alter. Bah. Okay, Digga. Hier krabbeln überall Käfer und Spinnen rum, Leute. Das ist gar nicht geil. Und vor allem der Mond. Ich zeige euch das mal, Leute. Schaut mal. Der Mond, der ist einfach... Guck mal, der Mond ist so richtig mit Nebel bedeckt. Seht ihr das, Leute? Digga, was geht hier ab, Alter? Das ist geisteskrank. Also, Leute, wie gesagt, lasst für dieses geisteskranke Video auf Ehre jetzt ein Like und ein Abo da. Und schaut mal, seht ihr, wie die Maps aussehen? Die Maps sehen halt komplett anders aus teilweise hier. Botbash und so. Wir sind jetzt hier auf Blockdash. Schaut euch mal an, wie Blockdash aussieht. Was? Was ist das, Junge? Digga, also sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen, Digga. Hä? Guck mal, das sieht komplett anders aus, Digga.
Und unser Skin, der sieht auch so geisteskrank aus. Ey, ich versuche jetzt mal einen Sieg zu holen. Wenn ich es ja schaffe, jetzt einen Win zu holen, Leute, gehen wir noch tiefer in den Wald rein, okay? Aber Bro, macht sowas auf keinen Fall zu Hause nach, Leute. Wirklich, das ist... Also ich habe echt Angst hier auch gerade. Vorhin hat hier auch irgendwas geraschelt, Digga. Das war richtig weird. Aber okay. Ansonsten gucke ich mal... Digga, mir krabbelt irgendwas am Fuß gerade. Das ist voll komisch, Digga. Irgendwie kitzelt das gerade am Fuß ein bisschen. Das ist gerade voll komisch, ich sag euch ehrlich, Digga. Okay, Hauptsache, wir kommen jetzt hier irgendwie... Wir haben uns qualifiziert, Digga. Sehr, sehr geil. Sehr geil, okay. LOL. Wir sind jetzt zu viert im Finale. Okay, Leute, das wird geisteskrank. Ich versuche jetzt, den Sieg zu holen. Und wenn wir es jetzt schaffen, einen Win zu holen, dann gehen wir noch tiefer in den Wald rein, okay? Aber wir müssen einen Win erst holen, Leute. Wenn wir jetzt den Sieg schaffen, gehen wir noch tiefer in den Wald rein. Ich bin gespannt, was wir für eine Map bekommen werden. Es lädt immer noch... Und Digga, das sind teilweise so Maps dabei, so... Die sehen komplett anders aus. LOL, was ist das denn jetzt, Bro? Digga, was geht hier ab, Leute? Hä? Was ist das, Bro? Digga, nein, das ist nicht mehr normal. Das, also, no joke, das ist nicht mehr normal, Leute. Bro, wie sieht denn Botbash aus? Also, ich hätte nie... Oh Gott, nein, ich muss hier jetzt den Sieg holen, Digga. Wenn ich jetzt gewinne, dann gehen wir noch tiefer in den Wald rein, Leute. Aber ich muss ja jetzt irgendwie den Sieg holen. Ich bin am Handy ja echt nicht gut, Leute. Ihr wisst, am Handy bin ich echt nicht der Beste. Aber ich gebe jetzt hier auf jeden Fall alles, dass ich hier mich jetzt qualifiziere und jetzt den Sieg hole. Digga, und der Skin sieht auch so geisteskrank aus, Digga. Das ist unnormal heftig. Okay, komm. Es sind gerade... Oh mein Gott, komm schon. Es sind hier gerade... Okay, ich glaube, noch zwei Gegner sind hier gerade mit dem Game. Das ist so spannend gerade. Ich muss mich jetzt hier irgendwie qualifizieren. Komm schon. Komm schon. Digga, warum sind die so gut, Digga? Warum seid ihr denn so gut? Flieg doch bitte einfach raus, Junge, bitte. Digga. Es wird hier gleich der dritte Strahl aktiviert, Junge. Bro. Nein, nein, nein. Nein, ich bin raus, Leute. Nein. Ey, aber ich sag euch ehrlich, eigentlich müssten wir aus Prinzip, weil ich verloren habe, noch tiefer gehen, als Bestrafung so mäßig. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch tiefer in den Wald rein. Seht ihr das hier, Leute, hinter mir? Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier geht's richtig tief in den Wald rein, Digga. Ach du Kacke. Ich muss jetzt hier ein bisschen leuchten. Bro, das kann ich nicht machen, Digga. Leute, ich bin hier gerade... Digga, ich bin hier gerade wirklich mitten im Wald, Digga. Ich weiß nicht, ob man das sieht, Digga. Ich bin hier gerade voll drin. Ach du Kacke. Ich bin hier nicht auf irgendeinem Weg, sondern ich bin gerade so richtig random halt wirklich im Wald drin. Ich zeig euch jetzt mal ganz kurz, wo ich hier langlaufe, Digga. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber Bro, wo bin ich hier, Digga? Ach du Kacke. Oh mein Gott. Also ich sag euch ehrlich. Oh mein Gott, ich habe gerade irgendwas gehört, Digga. No joke, ich habe gerade wirklich irgendwas gehört. Digga, da kommt... Da kommt jemand, Digga. Warum kommt da jemand? Ich habe da irgendwas gehört, Digga. Ach du Scheiße. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich setze jetzt mal hier die Kamera hin. Und, Bro. Oh mein Gott! Bro, was war das? Bro! Digga, hier ist irgendwas. Bro, ich muss raus hier. Das kann ich nicht machen, Leute. Wirklich nicht, Digga. Aber egal, Leute. Für euch mache ich das jetzt hier. Mitten im Wald. Ich würde sagen, wir gehen rein in die nächste Runde. Sami, wir wählen jetzt hier nochmal irgendeinen anderen Skin aus. Einfach mal den Anubis-Skin jetzt. Und jetzt gehen wir hier rein in die nächste Runde. Und ihr habt es gerade schon gesehen. Ich bin hier gerade wirklich... Digga, mitten im Wald, Bro. Und ich habe hier voll Angst, weil mitten im Wald um 3 Uhr nachts, Bro, hier sind safes überall so viele Krabbeltiere. Ich habe hier irgendwas rascheln hören. Auch hinten, da war irgendjemand, Digga. Ich weiß nicht, wer hier 3 Uhr nachts im Wald steht, Digga. Ich habe keine Ahnung, wer sowas macht. Außer ich natürlich. Aber okay. Ich würde sagen, die nächste Runde lädt jetzt, Leute. So, okay, Leute. Die nächste Runde hat jetzt geladen. Wir sind jetzt hier auf Pivot Push. Ich habe mich jetzt doch mal hier für den anderen Skin entschieden, für den Miau-Skin, weil ich wollte den unbedingt mal spielen. Das sah auch ultra komisch aus. Und Digga, was geht hier ab, Digga? Die laufen einfach alle komplett komisch, Digga. Okay, ich muss jetzt hier irgendwie gucken, Leute, dass ich jetzt hier irgendwie mich nochmal qualifiziert bekomme und hier wenigstens einen Sieg hole. Und Bro, irgendwas krabbelt hier schon wieder, Digga. Ey, Bro, das ist dumm, was ich mache, wirklich. Wer ist denn so dumm und spielt 3 Uhr nachts in einem Wald einfach fucking Stumblegeist, Digga? Das ist einfach behindert, Junge. Aber... Digga, ich bin auch gerade so unkonzentriert, ihr seht das, weil ich habe hier gerade einfach voll Panik, weil, Bro, ich bin einfach gerade im Wald, 3 Uhr nachts und zock Stumblegeist, Bro. In dem verschissenen Wald, Digga. Das ist eigentlich so dumm, was ich mache, aber egal. Für euch mache ich alles, deswegen lasst dafür jetzt unbedingt ein Like da, Leute. Und wir gehen ja auch direkt rein ins Ziel, Digga. Bam, Junge. So ein Ding. Und Junge, ich sag euch ehrlich, Digga,
Bro, ich bin hier einfach wirklich actually mitten im Wald. Also wer es mir nicht glaubt, Leute, hier. Ich bin hier auf irgendeinem komischen. Hier liegen überall Blätter auch, Digga. Ich bin hier halt, no joke, im Wald. Ich zeige es euch hier nochmal. Vielleicht sieht man das im Hintergrund. Sieht man das hier vielleicht? Dass hier Bäume sind, Leute? Sieht man das? Ich weiß nicht, ob man das ja erkennt, aber auf jeden Fall bin ich hier im Wald, Digga. Und egal, ich habe schon wieder zu viel gelabert. Ich würde sagen, wir gehen rein ins Halbfinale. Okay. Nächsten hat geladen. Wir sind wieder auf Botbash, Leute. Und irgendwas raschelt hier schon wieder, Digga. Es ist jetzt fängt es an mit Regnen, Digga. Hört man das? Es fängt jetzt literally an zu regnen, Digga. Das ist doch bodenlos, Junge. Aber okay. Ich darf hier diesmal auf Botbash nicht rausfliegen, Leute. Ich muss hier diesmal alles geben. Ihr wisst, wir sind letzte Runde auf Botbash rausgeflogen und... Oh mein Gott! Oh mein Gott, was war das für ein Gottes-Save? Habt ihr das gerade gesehen? Bro, wie oft habe ich mich jetzt hier gesaved? Können wir kurz da... Bro, was ist das hier? Bro, hallo? Was geht hier gerade ab? Was war das für eine Runde? Digga, ich muss raus hier, Junge. Das ist behindert, was ich hier mache. Ich habe keine Ahnung, warum ich das mache, Leute. Auf jeden Fall ist es behindert dumm, was ich mache. Jo, warte mal. Bro, da hinten ist Licht, Digga. Ey, jetzt mal no joke, Leute, ehrlich jetzt. Bro, da hinten, warum? Bro, da hinten ist irgendwie Licht. Ja, warte mal. Nein, 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 nein. Bro, da hinten ist Licht, Digga. Da ist... Bro, fuck, warte mal. Jetzt ehrlich jetzt, ne, Leute? Warum ist da jetzt Licht, Digga? Bro, also ich weiß nicht, wer hier um 3 Uhr nachts in den Wald geht, Bro, oder was das ist, aber auf jeden Fall ist da vorne gerade Licht, Digga. Einfach komplett random im Wald. Einfach wirklich komplett random im Wald, da ist Licht, Digga. Und das, ich verstehe es nicht. Das hat mir gerade ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst, Leute, weil ich habe keine Ahnung, warum da mitten im Wald 3 Uhr nachts Licht ist. Ey, Bro, das... Digga, warte mal. Bro, das kommt näher, das Licht. Das bewegt sich. Ey, nee, stopp, warte mal. Wir müssen kurz... Bro, jetzt no joke. Warum ist da... Nee, warte mal. Ey, jetzt mal ehrlich, Leute. Ich renne schnell ins Ziel rein. Aber ich glaube, ich muss weg hier, Digga. Also jetzt mal wirklich no joke. Da ist wirklich Licht, Digga. Bro, das bewegt sich doch, Digga. Ja, das bewegt sich. Bro, das bewegt sich. Ich muss weg. Warte mal. Jetzt mal no joke. Das bewegt sich, Digga. Digga, Bro, ehrlich jetzt. Da ist... Bro, ich gehe weg hier, Digga. Ich gehe actually weg jetzt, Bro. Da ist Licht. Das kommt immer näher, Junge. Ich muss jetzt immer weiter in den Wald hier, Digga. Oh mein Gott. Ich sehe nicht mal, wo ich langlaufe, Digga. Ich sehe nicht, wo ich langlaufe, Junge. Oh mein Gott, Digga. Wo bin ich hier? Ich bin hier mitten im Wald, Digga. Ich muss weg hier. Da ist irgendwie Licht und das kommt immer näher, Digga. Okay, Leute, ich chill mich jetzt hier nochmal hin. Ihr seht, ich bin hier jetzt, Bro. Hier ist... Was ist hier, Digga? Und dann zocken wir noch eine Runde, Leute, okay? So, okay, Leute, ich würde sagen, ich wähle jetzt aber schnell einen neuen Skin hier aus. Okay, wir spielen jetzt mal nach einer Runde mit so einem Geist hier auf jeden Fall. Und Bro, dann muss ich auch raus hier aus dem Wald. Weil Bro, ich bin jetzt hier gerade irgendwie nochmal viel weiter reingelaufen, weil da irgendein Licht war, was immer näher kam. Und jetzt bin ich hier no joke mitten im Wald, Bro. Hier ist alles klitschnass, Alter. So, okay, wir sind jetzt hier wieder auf Teilvoll, Junge. Ich weiß nicht. Aber Teilvoll ist okay, weil das ist nicht so schwer. Das ist umso besser für mich, weil ich muss mich jetzt hier ein bisschen... Ich kann mich jetzt nicht so krass hier aufs Gameplay konzentrieren, weil ich irgendwie ein bisschen Angst habe hier. Weil hier vorhin Licht war, Digga. Dann irgendwas raschelt hier auch die ganze Zeit. Das ist voll komisch. Deswegen, ich will hier einfach nur ins Ziel rein. Und das Teil war eigentlich ganz gut. Komm, gönn. Nein, warum gönnt ihr nicht, Digga? Oh nein, bitte. Bro, ich muss jetzt wenigstens noch eine Runde hier gewinnen, Digga. Komm schon, bitte. Okay, komm. Komm, lauf, Geist. Lauf um dein Leben. Komm schon. Komm schon. Ja, da lang. Ja, komm. Jetzt einfach ins Ziel rein, Leute. Einfach ins Ziel rein. Oh mein Gott, let's go, Digga. Let's go. Okay, Leute, nächste Runde hier. Ich glaube, Spingo Round. Ich bin gerade zu unkonzentriert. Ich kenne nicht mal die Map-Namen gerade. Ich glaube, Spingo Round. Und Bro, ich sitze gerade auf irgendwas Weichem, Bro. No joke, irgendwas ist richtig matschig gerade an meinen Füßen. Und ich weiß nicht, was. Ich will aber ehrlich gesagt auch nicht gucken, Bruder. Ich will eigentlich ehrlich gesagt gar nicht gucken. Ich will einfach nur ins Ziel, Bro. Und dann muss ich raus hier, Digga. Jo, das ist geisteskrank. Was machen wir hier, Leute? Bro, vor allem einfach, wie Stubble Guys 3 Uhr nachts aussieht. Also Leute, wenn ihr auch Bock habt auf ein komisches Stubble Guys mit besonderen Skins, geht einfach in den Wald um 3 Uhr nachts. Nein, Spaß, Leute, macht das bitte nicht, Digga. Am Ende kommt da irgendein Warzenschwein und rennt euch über den Haufen, Digga. Wer weiß. Deswegen macht das bitte nicht nach. Bro, ich bin jetzt qualifiziert. Wir gehen jetzt rein ins Finale. Und dann verpisse ich mich ganz schnell raus hier aus diesem Wald. Weil ich habe gerade schon wieder irgendwas gehört, Bro. Und ich weiß nicht, was es ist, Digga. Ich habe das Gefühl, da verfolgt mich irgendjemand. Also, das ist voll komisch. Egal, wo ich hin bin, überall raschelt immer irgendwas. Entweder irgendein Tier oder so, irgendein Fuchs oder irgendwas. Oder irgendeine Person ist da einfach. Ich weiß es actually nicht, Digga. Okay, Leute, Finale auf Cannon Climb. Bro, ich muss jetzt hier noch eine Runde gewinnen, Digga.
Ich muss hier jetzt gewinnen. Dann könnte ich so flexen. Ich habe einfach 3 Uhr nachts im Wald Stumbleguys durchgespielt, Digga. Das wäre so ein Flex, Bro. Ich mache das auch nie wieder sowas. Digga, ich habe gerade so Panik eigentlich. Aber Leute, also wenn ihr Bock habt, dass ich sowas nochmal mache, aber vielleicht dabei in irgendein verlassenes Haus gehe oder in irgendein verlassenes Krankenhaus oder in irgendwelche andere krassen Spots, dann lasst jetzt auf Ehren ein Like da. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier rein ins Ziel. Und dann bam, Junge. Und jetzt würde ich sagen, bin ich auch ganz schnell raus hier, Bro. Weil, Digga, es wird immer später. Irgendwas raschelt hier die ganze Zeit. Okay, sehr nice. Wir haben jetzt den Sieg geholt, Leute. Und irgendwas ist komisch gerade. Ich weiß auch nicht. Hallo? Hallo?